Von einer freiwilligen Feuerwehr wird vor allem erwartet, dass sie im Notfall pünktlich zur Stelle ist. Sie ist also keine Gemeinschaft für politische Bildung und dennoch ist es nicht einerlei, wie, wo oder bei wem sie auftritt, wenn sie nicht gerade beim Löschen ist. Darüber haben sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kirchmöser offenbar keinen Kopf gemacht. Ihr 75. Jubiläum wurde in einem Haus gefeiert, das bekanntermaßen im Visier des Verfassungsschutzes ist. Um dieses Gebäude geht es. Das Haus in der Gränertstraße hat der Bund für Gotterkenntnis Ludendorff e.V. 1999 erworben. Der Verfassungsschutz ordnet den Verein in seinem aktuellen Bericht als sektenhaft mit pseudoreligiösen Inhalten ein. Rechtsextremistische Ideologie gespickt mit brauner Esoterik, heißt es. Die Gefahr besteht insbesondere für Kinder und Jugendliche. Wir haben sie ja im Verfassungsschutzbericht erwähnt, unter dem Kapitel Lockangebote für Kinder und Jugendliche. Sie machen Ferienlager und transportieren dabei die Ideologie der NSDAP des Dritten Reiches. Trotzdem hat die Freiwillige Feuerwehr Kirchmöser hier am letzten Samstag ihr Jubiläum gefeiert. Erklärungsversuche. Die Entscheidung für diese Immobilie bei uns ist eigentlich gefallen, weil die räumliche Nähe da war. Im Internet es keine aktuellen negativen Kommentare gab. Und wie gesagt, räumliche Nähe, preiswerte dieses preiswerte Bekommen dieser Immobilie für diesen Tag und diese räumliche Abgeschiedenheit alleine für die Feuerwehr und ihre Gäste. Dabei haben die Feuerwehrleute über den umstrittenen Hintergrund ihres Feierlokals durchaus Bescheid gewusst. Und zwar von Brandenburgs Oberbürgermeisterin Dietlit Thiemann höchstpersönlich. Sie war eingeladen, hatte ihre Teilnahme aber kurz vorher genau deswegen abgesagt. Verhindert aber hat sie die Feier dort nicht. Brandenburg aktuell will sie dazu kein Interview geben. Im Rathaus versucht man zu beschwichtigen. Wir haben ein Gespräch geführt, wir haben versucht, die Veranstaltung in andere Räumlichkeiten zu verlegen. Das ist nicht gelungen, weil andere Räumlichkeiten nach Aussage vor Ort nicht zur Verfügung standen. Daraufhin haben wir ein sehr scharfes Schwert ziehen müssen, nämlich die Absage unserer Teilnahme an der Veranstaltung. Das ist vor Ort auch verstanden worden. Aber verbieten durfte man die Feier nicht, aus rechtlichen Gründen, wie es heißt. Etwa 30 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und dreimal so viele Gäste kamen schließlich im Gebäude in Kirchmöser zusammen. In Brandenburg verstehen viele nicht, dass die Bürgermeisterin zwar absagt, aber nicht auf die Feuerwehr einwirkt, das Fest zu verlegen. Eine Steilvorlage für die Opposition. Ich bin empört darüber, dass diese Veranstaltung an diesem Ort dort stattfand. Die Oberbürgermeisterin der Stadt Brandenburg an der Havel hat auch eine politische Aufgabe, die sie in dieser Stadt wahrnehmen muss. Sie hätte diese Veranstaltung verhindern müssen. Sie hätte gemeinsam mit den Akteuren dort nach Alternativen suchen können. Sie tat es nicht. Der Verfassungsschutz und die Stadt Brandenburg haben jetzt beschlossen, die Freiwilligen Feuerwehren für das Thema Rechtsextremismus stärker zu sensibilisieren. Tja, und eine Absage als scharfes Schwert zu bezeichnen, tja, ist schon bedenklich.